Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video möchte ich Ihnen eine weitere Zeitmanagement-Methode vorstellen, nämlich Kröte des Tages essen. Was sich dahinter verbirgt und warum Sie dadurch produktiver werden, schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, Grundlage dieser Methode ist letztendlich ein Zitat von Mark Twain. Da geht es darum, wenn es Ihr Job ist, Ihre Aufgabe, einen Frosch zu essen, dann wäre es am besten, wenn man das gleich morgens als erstes tut. Und wenn es Ihr Job ist, zwei Frösche zu essen, ist es das Beste, den größten zuerst zu essen. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das, die Kröte zuerst essen? Schwierige Aufgabe, nämlich die Kröte. Identifizieren und gleich am Morgen als erstes erledigen, also essen. Ja? Das heißt, es geht hier um Aufgaben, die wichtig sind, nicht die, die dringend sind. Ja? Die schwierige Aufgabe, die herausfordernde Aufgabe ist meistens eine wichtige Aufgabe, die auch zeitlich umfangreich ist und anspruchsvoll. Und das Interessante daran ist, an dieser Methode, danach kann der Tag nur besser werden. Ja, wenn Sie Ihre Tageskröte geschluckt haben, dann wird es noch besser und das steigert einfach auch die Motivation. Und der Vorteil ist einfach, dass Sie so euch eine schwierige Aufgabe nicht länger vor sich herschieben. Denn das ist nämlich das, was wir normalerweise mit solchen Kröten machen. Wir trauen uns da nicht ran. Ja? Die sind eklig, die schmecken nicht, ja, die machen keinen Spaß, aber sie müssen erledigt werden. Und jetzt geht's endlich los. Und das Gute ist, wenn Sie Ihre Tageskröte gleich morgens erledigt haben, dann kann der Tag nur noch besser werden. Sie können erfolgreich, also Sie können schon mal einen Haken dran machen, so ein gutes Gefühl, und danach starten Sie richtig durch. Und können dann einfach die leichteren Aufgaben erledigen. Und für diese schwierige Aufgabe ist es eben auch wichtig, sie dann zu erledigen, wenn die Konzentration hoch ist. Deswegen gleich morgens. Denn das, was man normalerweise morgens erstmal macht, ist E-Mails lesen. Ja? Wenn man damit aber anfängt, hat man eigentlich schon verloren, weil dann ist ruckzuck der Vormittag rum. Und man hat wieder diese schwierige Aufgabe, diese Kröte vor sich hergeschoben. Deswegen gleich morgens erledigen, danach die E-Mails angehen. Und wenn man das häufiger macht, die Tageskröte schlucken, dann führt das einfach zu mehr Disziplin, sich den Herausforderungen zu stellen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an, so erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.